Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Und ihr wisst es ja, wir haben der Galgenberg adieu gesagt, sind jetzt angekommen hier auf der Oberschwaben oder in Oberschwaben, um genauer zu sein, in der Nähe von Bad Waldsee. Und wo wir genau hinwollen, das sehen wir hier drüben. Hier steht es, wir wollen nach Schellenberg, denn dort wartet ein Hof auf uns. Jo, ein neuer Hof. Ein neues Abenteuer und jede Menge Verkehr hier auf der Bundesstraße. Und wir steigen in unseren kleinen Mahindra, werfen mal den Motor an und dann schauen wir mal, dass wir zu unserem neuen Hof kommen, den ich ja bereits, ja, ich sag's mal so, bestückt habe. Denn wir sind ja umgezogen von unserer Galgenberg. Und da werde ich dann gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Hier jetzt ein kleiner Spoiler. Wir hier haben rechts sind unsere Felder. Da wartet die Sorghumhirse darauf, geerntet zu werden, und als nächstes kommt ein Rapsfeld. Und ihr seht es schon, wir werden diesmal nicht kleckern, sondern versuchen ein bisschen zu klotzen, denn das Projekt soll ein Big Farm Projekt werden. Wir sind also jetzt auf der Oberschwaben angekommen vom guten Yogi, die neueste Map, die jedenfalls veröffentlicht wurde. Es ist ja eine weitere in der Pipeline, nämlich die Galgenberg V3 oder 2K24, wir wissen es noch nicht, aber die hier ist jetzt veröffentlicht, die Oberschwaben, und wir sehen hier auf der rechten Seite unseren neuen Hof, den Schellenberg. Sodele, dann fahren wir mal hier rein. Landwirtschaftlicher Weg. Und wir sehen hier schon die ersten Geräte. Und das werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Denn ich hatte ja schon gesagt, wir ziehen um, haben nochmal richtig Kasse gemacht auf der Galgenberg. Wollen nicht bei Null anfangen, sondern werden praktisch umziehen mit unseren Gerätschaften und gleich richtig hier einsteigen mit Hof, mit Feldern und natürlich Geräten. Und da haben wir ja ein Startkapital. Und zwar ein ordentliches gehabt. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Wie ihr seht, ja, rechts oben haben wir noch 923.000. Aber ich habe noch nicht alles gekauft. Es fehlt im Prinzip noch uns ein Häcksler und es fehlen noch Gülle und Mistwagen. Aber sonst haben wir so ziemlich jetzt alles, was wir brauchen auf dem Hof. Und wir haben auch schon entsprechende Felder gekauft. So, wie kam das Ganze jetzt zustande? Da schauen wir einfach mal kurz hier rein. Und ich hatte ja gesagt, wir hatten praktisch alten Hof, alte Felder. Ungefähr einen Wert von 1,7 Millionen, dann unser Maschinenpark Gebrauchtwert, wohlgemerkt der Gebrauchtwert, 1,6 Millionen, und dann haben wir noch ordentlich Kasse gemacht, indem wir unsere Waren, Produkte und Ernte verkauft haben und kamen so nochmal am Ende des Jahres auf knapp 2 Millionen. Ich habe das Ganze jetzt mal rund gemacht auf 5, und ihr seht es, da unten steht Einnahmegebäude. Ich habe natürlich ein bisschen, ja, Fördermittel in Anspruch genommen und genau 3,5 Punktlandung und 1,5 eben als Farmmanager haben wir ja praktisch Startbetrag, und so sind wir genau auf 5 Millionen gekommen. Und ihr seht es, neue Fahrzeuge habe ich für knapp 2,4, denn ich habe auch gesagt, wir werden auf jeden Fall alles brandneu hier einkaufen, und Landkauf 1,6, da kommen wir dann auch gleich dazu, aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon ordentlich Land und Material, und ihr seht, Lohnzahlung 2000 Euro, das ist allein durch das viele Hin- und Herfahren mit Helfern, was aber ganz, ganz gut hier geklappt hat auf der Placey, und wir haben noch ein bisschen Geld übrig, aber das wird auch bald weg sein, wenn wir natürlich dann zum Beispiel ins Häckseln gehen. Also legen wir los und fangen wir erstmal oben an, denn wir haben ja oben einen kleinen Unterstand oder eine Halle und da stehen auch schon Geräte drin. Ich hatte ja gesagt, wir wollen schauen, dass wir ungefähr dieselben Maschinen und Geräte haben, die wir auch auf der Galgenberg hatten. Das gilt jetzt natürlich nicht für alles. Ich habe hier aber auch wieder einen Ladewagen von Pöttinger, den Jumbo 6020. Dann natürlich Horsch hat uns gute Dienste geleistet. Hier eine Drille mit 6 Meter Arbeitsbreite, die auch gleichzeitig düngt und grubbert. Und dann haben wir hier schon mal für das Kalken vorbereitet, einen großen Kalkstreuer Predal hier
Anbieter, der uns auch helfen wird, natürlich unsere Erträge zu steigern. Also, dann kann ich es aber auch gleich hier sagen, weil ich hatte ja auch ein bisschen die Frage gestellt, in welche Richtung wollen wir denn, ich sage mal, von den Marken gehen. Und ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, denn es ist ja wie immer, hinter jeder großen Stoche ist auch eine kleine. Und ihr seht es, wenn wir hier reingucken, hier steht Fendt. Ein Fendt-Ideal habe ich uns gekauft, denn wir machen einfach mal so, als wenn wir hier so eine Art Premium-Partner von Fendt sind, denn Markt Oberdorf, das Fendt-Werk oder das Fendt-Forum ist ja gerade mal knapp 100 Kilometer von hier entfernt, so Pi mal Daumen. Und deswegen, auch wenn der Händler vor Ort anscheinend John Deere bevorzugt, habe ich mir gesagt, wir werden hier hauptsächlich mit Großgeräten von Fendt arbeiten. Sozusagen als Premium-Partner, dass wir hier die Geräte, zum Beispiel auch die neuesten Maschinen, antesten dürfen oder Geräte, die Software-Updates oder ähnliche Verbesserungen oder Neuerungen bekommen haben, auch hier bei uns testen dürfen. Und deswegen werden wir überwiegend mit Fendt hier jetzt auf dem Hof arbeiten. Ein Ballladewagen, dann habe ich hier auch gleich eine etwas größere Spritze hier organisiert. Die Geräte sind auch schon alle vollgetankt. 4000 Liter ist da schon drin, Herbizid. Und von Klaas habe ich jetzt erstmal hier unseren, ja, großen Anhänger. Ich glaube, der macht etwas mehr als 40.000 Liter passen hier rein. So, apropos reinpassen. Also der Fendt hat jetzt nur hier in diese Halle reingepasst. Alle anderen sind zu klein. So, wir schauen mal, was hier noch in den anderen Unterständen drunter ist. Hier haben wir zum Beispiel ja einen tieferen Lockerer, mit dem wir dann die Felder entsprechend bearbeiten werden, wenn wir sie pflügen müssen, denn Pflügen ist eingeschaltet. Ihr wisst ja, ich spiele mit Pflügen, aber Lesesteine lasse ich dann immer ausgeschaltet. Hier haben wir einen Fendt-Wickler. Den nehmen wir dann eben, um Silageballen zu erzeugen, während den Krone da drüben, den möchte ich im Wesentlichen dazu verwenden, um Strohballen, weil er einfach etwas größere Ballen macht, nämlich 180 cm. Der Fendt macht nur 125 bis 150, wenn ich richtig weiß. Und dann nehmen wir eben den Krone, wenn wir Ballen brauchen, um zum Beispiel hier unsere Trocknung, unsere Heizung, die Hofheizung zu befeuern mit Strohballen. Oder, und das haben wir ja mittlerweile auch herausgefunden, ich darf hier mal kurz aufmachen, denn wir gehen mal hier kurz in den Stall. Es hat sich nämlich jetzt geklärt, man muss die Strohballen, kann man entweder einstreuen mit einem Streuer, also jetzt Ballen da vorne reinlegen geht nicht, da wo man auch das Futter ablegt, sondern man muss die Ballen hier reinbringen, dann lösen sie sich auf, oder eben das Strohlose einwerfen, das geht auch. Aber deswegen werde ich Ballen machen, damit wir die dann hier reinbringen, und das klappt natürlich hervorragend mit meinem Lieblingsteleskop, dem Manitou. Jo, den haben wir am Hof. So, jetzt haben wir hier das kleine Spezialgerätchen. Jetzt könnte man natürlich sagen, mit dem Knicklenker, aber ich habe mir gedacht, wir nehmen den hier, den Kollegen, und der hier wird nämlich da oben reinkommen, denn ihr wisst ja vielleicht, hier die Besonderheit an dem Hof ist ja, dass wir hier oben das Ballenlager haben. So, mach auf das Tür, mach weit das Tor. Und wir müssen Ballen hier reinbringen. Und hier ist die Heutrocknung. Und wenn wir die Ballen hierher gebracht haben, dann müssen wir hier rüberbringen, weil hier ist dann das große, große Ballen- und Palettenlager. Und die Besonderheit ist nämlich, dass wir dann hier das Material von hier oben direkt in den Futtermischer werfen könnten. Könnten, nicht müssen, aber können. Und deswegen brauchen wir hier oben auch ein kleines, wendiges Gerätchen. Und da habe ich mich jetzt mal nicht für einen Schäffer entschieden, sondern eben für den New Holland hier. Ich weiß gar nicht, wie man den nimmt. Kompaktlader oder so ähnlich heißen die, glaube ich. Und da bin ich mal gespannt, denn wenn wir sehen, ich zeige es euch mal. So, schön klein und fein. Und, na, da dreht ja fast auf der Stelle. Also der ist schon richtig wendig. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir den auch da hochbringen.
Okay, sehr schön. Vielen Dank für die Vorführung. Und da oben werden wir dann eben mit den Ballen arbeiten. Ansonsten haben wir ja hier die Hoftrocknung. Das heißt, wir werden keinen Wender und wir haben auch keinen Schwader, denn wir können hier das Gras direkt hier einwerfen und mit der entsprechenden Hoftrocknung arbeiten, um dann Heu herzustellen, was dann hier herauskommt. Hier haben wir den Futtermischer und ich habe auch hier schon Milch und einen großen Wassertank, denn wir haben ja an dem Hof ja auch vier Folientunnel, mit denen wir ja die Klassiker machen können, Tomaten, Erdbeeren und Salat, wenn ich mich nicht täusche. Tomaten, Salat und Erdbeeren, genau, viermal Folien, den werden wir oder die werden wir auch bestücken, dazu das Wasser. Den kleinen hier, den kleinen Wassertank, den werden wir benutzen für die Kuhweide, die ich noch zusätzlich gekauft habe. So, machen wir weiter, denn jetzt wird es langsam interessant und spannend, denn hier haben wir eine kleine Fendt-Parade. Dreimal Fendt, den 27er Vario, einen kleinen 714er Vario und dann nochmal den 27er als 726er Vario, damit wir hier auch ordentlich PS auf die entsprechende Piste bekommen. Mit den drei Schleppern werden wir jetzt arbeiten. Dazu hier ein Pöttiger Mähwerk, das auch Schwadablage macht. Damit wollen wir uns das Leben dann auch gleich mal ein bisschen einfacher machen. Hier haben wir übrigens, ja, Regale, die will ich dann auch nutzen später für Material wie Dünger und ähnliches. Da müssen wir mal auch überhaupt schauen, wie wir das hier auf der Map bzw. auf dem Hof machen. Ein weiterer Horsch, eine weitere Horschdrille für Einzelkorn. 9 Meter Arbeitsbreite und dafür brauchen wir, weil das natürlich keine Maschine ist, die auch gleich grubbert, eine Direktsaat, sondern wir haben hier dann einen Grubber auch parat, damit wir dann auch damit arbeiten können. So, hier drüben gibt es dann noch ein Schneidwerk, natürlich für den Fendt, auch hier vorbereitet. Ich glaube knapp 9 Meter, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Sudele, aber irgendwas habe ich doch vergessen. Da bin ich mir sicher, dass ich irgendwas vergessen habe. Hier natürlich Anbauteile für unseren Manitou. Natürlich habe ich was vergessen, nämlich den Pflücker, natürlich auch schon einen Maispflücker. So, und warum und wieso und weshalb und all derweil? Irgendwas habe ich vergessen. Den Grubber? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube irgendwas, aber wir werden es finden. Jetzt schauen wir mal kurz in die Karte, damit ihr auch seht, wo wir arbeiten werden und auf welchen Feldern wir bald Arbeit haben. Also, ich habe bereits gekauft die 89, da ist Raps drauf, ist bereits erntereif und da will ich dann auch Stroh reinholen. Die 88, die Sorghum hier ist an dem Feld sind wir vorbeigefahren. 4,5 Hektar, eines mit der größten. Ich glaube, dass die 81 ist das größte Feld. Da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Die 86, da ist jetzt gerade Gras drauf, aber da bin ich am Überlegen, ob wir das Ganze jetzt schon mal untergruppern und dort vielleicht dann nächsten Monat Weizen ansehen. Die 87 ist ein Grasfeld, das auch schon bereits erntereif ist in der zweiten Stufe. Das werden wir auch als erstes ernten, damit wir auch gut dann hier rüberkommen auf die 88. Dann haben wir hier die 83 nochmal, auch ein Grasfeld, aber erst erste Ernte, beziehungsweise doch erste Wachstumsstufe oder Erntestufe. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für nächsten Monat. Und dann haben wir noch die 98. Da sind meines Wissens Sonnenblumen drauf, die auch im übernächsten Monat erntereif sind. Also ihr seht es schon, wir haben hier ordentlich Felder und die 98 hat ja auch 4,5 Hektar. Soll also heißen, wir werden hier schon mit mittelgroßen Maschinen arbeiten und so ist auch der Plan. Deswegen auch das ganze Big Farm Projekt. Ja, jetzt vielleicht nicht Big Farm oder XXL mäßig, dass wir mit hier 60 Hektar arbeiten. Wir werden hier auch keine Felder, denke ich, groß zusammenlegen können. Denn das werde ich euch dann auch gleich zeigen. So, wenn wir nämlich hier reingehen. Aber zuvor nochmal ganz kurz der Hinweis. Hier oben haben wir eine Kuhweide. Und ich bin am Überlegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das machen wollen. Denn auf der einen Seite möchte ich Masttiere halten. Mastbullen halten, aber auf der anderen Seite natürlich auch Milchkühe und da bin ich noch am Überlegen, wie wir das jetzt am geschicktesten machen, ob wir die Milchkühe bei uns halten oder die Milchkühe da oben auf der Weide. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir für unseren Hof jedenfalls kein Wasser benötigen, aber auf der Milchweide oder beziehungsweise auf der Kuhweide, da brauchen wir dann Wasser. Genauso wie hier für unsere Folientunnel, 4 Stück sind es an der Zahl, die werden wir befeuern, aber sonst mal schauen, dass wir die, glaube ich, hier automatisch ab... Ah, da sind ja Steine, ups. So.
dass wir die dann automatisch abarbeiten lassen. So, jetzt ganz kurz noch der Hinweis, und das ist auch schon dem einen oder anderen von euch hier aufgefallen. Ja, der Yogi, der hat es wieder ganz clever angestellt, dadurch, dass er hier diese Stangen oder irgendwelche Gullideckel oder irgendwelche Hölzer drin hat oder auch mal irgendwo ein Stein liegt, wird es kaum möglich sein, die Felder zusammenzulegen. Ja, das hat er wieder ganz geschickt eingeschädelt, der Yogi. Aber sei es drum, wir schauen mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Hier jedenfalls unser Grasfeld, da werden wir dann als erstes loslegen und natürlich kräftig hier erstmal. Ja, ich weiß noch nicht, Gras für Heu oder gleich Silage, ich weiß es noch nicht. Wir werden mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir Material, damit wir dann Kühe kaufen können. Hier dieses Feld. Da ist Gras im Wachstum, aber das muss auch gepflügt werden. Ich bin am Überlegen, ob wir das gleich unterpflügen und dann eben Weizen ansehen oder dass wir hier vielleicht einmal Gras mitnehmen. Müssen wir mal schauen, bin ich mir noch nicht ganz sicher und schlüssig. So, wir springen mal hier rein. Und das Schöne ist ja, dass wir hier ja jede Menge Expansionsfläche hier um den Hof haben. Das kann man natürlich dann, da muss man dann auch ein bisschen einebnen bzw. begradigen. Aber ihr wisst es ja, wie es auf der Galgenberg sich entwickelt hat. Nach über 200 Stunden Arbeit haben wir ja viel auch am Hof dann verändert und zusätzlich gebaut. Nicht entfernt, aber zusätzlich. Und das Schöne ist halt dann doch hier bei dem Hof Schellenberg, dass wir eben auch viel Platz drumherum haben. Ich habe es noch nicht gekauft, das Gelände, aber wenn wir dann hier noch Möglichkeiten oder Expansionsmöglichkeiten benötigen, dann können wir hier auf jeden Fall zuschlagen. Und wir fahren mal ganz kurz noch zur Kuhweide. Und dann werde ich euch noch eine Kleinigkeit erzählen, die ja auch aufgefallen ist. So, ich habe hier mit dem Kollegen hier richtig Speed drauf. Das Ding fährt, glaube ich, 97 km/h. Ja, da müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Aber die Map ist auch wenn sie so im ersten Moment nicht wirkt, groß. Vor allen Dingen der Händler ist sehr, sehr weit entfernt. Also das sind schon ganz schöne Strecken, wenn man Material kauft. Und wie gesagt, uns fehlt eben noch zum Glück ein Häcksler. Und uns fehlt noch ein Güllefass und Miststreuer. Aber die brauchen wir auch noch nicht, weil wir ja noch nichts produzieren, noch keine Tierchen haben. Aber wo die Tierchen bald sein werden, das möchte ich euch jetzt mal hier zeigen. Da fahren wir jetzt wieder hier rechts ab. Wir sind gerade vorhin praktisch von unserer Kuhweide gekommen. So, hier geht es jetzt auch richtig einen Berg hoch. Und hier ganz in der Nähe ist auch eine Apfelplantage. Aber da werden wir uns diesmal ein bisschen zurückhalten. Denn im Wesentlichen möchte ich tatsächlich hier erstmal Viehwirtschaft und wieder Feldarbeit machen. Überwiegend Feldarbeit, darauf habe ich einfach Bock. Und das eben halt auch mal wieder mit ein bisschen größeren Maschinen. So, wir steigen mal kurz aus, springen über den Stacheldraht. Und hier haben wir unsere Kuhweide, ne, wo wir hier dann Material abkippen, Futtermaterial abkippen. Hier müssen wir Wasser bringen, die brauchen Wasser. Hier hätten wir dann, wenn es die Milchkühe werden, die Milch. Und hier können wir die Tierchen kaufen und auf das Feld passen genau 50 Stück. Und ihr seht es schon hier im Viehhandel. Also hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass wir jetzt hier sowohl männliche als auch weibliche Tiere haben in verschiedenen Alter, muss man hier ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze dann zusammenstellt. Aber das werden wir schon schaffen dann im Stream. Denn das Ganze wird ja unser neues Stream-Projekt, nämlich als Ersatz für die Hups. Nicht hängen bleiben mit der Hose, ganz wichtig. Denn als Ersatz eben für unsere Galgenberg. Und das heißt, wir werden zukünftig immer montags 20.30 Uhr hier von dieser Map streamen im LS22. Im Big Farm-Projekt, wie gesagt, mit etwas größeren Maschinen. Etwas mehr Feldarbeit, etwas größeren Feldern, aber eben parallel noch ein bisschen, ja, Gemüse anbauen, Erdbeeren anbauen und, ja, Viehwirtschaft auch betreiben, aber zweigleisig, das heißt mit Mastbullen und mit Milchkühen. So, rechts ist nicht frei. Wir müssen links, so, Schellenberg links, aber wir wollen, danke. Hier wollen wir nämlich kurz rein, denn zum Ende dieser Folge möchte ich ganz kurz noch was zeigen und erklären. Denn jemand hat mal geschrieben, auch in die Kommentare, dass man hier nichts abgeben kann. Hier ist nämlich die Getreidemühle. Wir schauen uns das mal an. Verkauf Weizen, Getreidemühle. Und ihr seht,
hier sollte man eigentlich das Getreide abkippen können, ist aber nicht der Fall. Warum? Man sieht es auch im ersten Moment nicht, weil kein Trigger da ist. Aber da drüben haben wir ja noch weitere Verkaufsstellen. Wer ja die Galgenberg kennt, der erkennt hier auch diese Hörmannhalle. Hier können wir also Kartoffeln und Zuckerrüben, Silage und Fruchtreste, also Apfeltreste, wenn wir die Apfelplantage haben, abkippen. Das funktioniert. Aber wie gesagt, die Getreidemühle nicht. Und da ist wichtig, man muss das Gelände kaufen. So, das kostet 29.000 und wenn man das Gelände kauft, dann gehört einem die Mühle und dann kommt der Trigger und dann hat man eine Produktion. So, das wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz loswerden hier zum Ende dieser Folge, denn wir haben schon wieder über 20 Minuten hier in unserem kleinen Prolog. Prolog sozusagen, der Auftakt für unser neues Projekt. Der Umzug ist sozusagen vollzogen. Wir sind umgezogen auf die wunderschöne Schellenberg. Gucken uns das Ganze nochmal hier ein bisschen von oben an. Wie gesagt, hier mit größeren Feldern und wir haben hier schon ganz schön was zu tun, gleich am Anfang. Aber ihr seht es auch, ich habe die Zeit wirklich ganz, ganz langsam laufen lassen, damit wir auch wirklich dann heute noch im August, im Monat August was zu tun haben. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir hier noch 13.32 Uhr haben und auf jeden Fall hier in die Rapsernte gehen können, dass wir auf jeden Fall Stroh produzieren können. Denn meines Wissens auch hier auf dieser Map hat der Yogi wieder Rapsstroh gemacht. Und das heißt, wenn wir Raps ernten, bekommen wir Stroh und mit dem Stroh können wir dann schon mal arbeiten für unsere Tiere. Und auf der Wiese werden wir dann auf jeden Fall ein bisschen was in die Heutrocknung machen, ein bisschen was silieren oder Silageballen machen, damit wir auf jeden Fall spätestens im nächsten Monat die ersten Tierchen kaufen können, die ersten Tierchen Einzug halten werden auf unserem wunderschönen neuen Hof Schellenberg. Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da oder zumindest ein Däumchen. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn jetzt geht es richtig los hier auf der wunderschönen Map vom Yogi. Die neueste, die eben die Oberschwaben. Und wir werden hier ein großes Projekt wieder anleiern. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Pannenfarmer.